Ja, das war am 26. Oktober 77 war die erste Premiere vom ersten Programm. Rechts, Mitte, links hat das geheißen. Das hat es damals noch gegeben. Und heute wird es rechts, rechts, rechts heißen. Ein ÖVP-österreichisches Programm. Am Beginn die Bundeshymne, die neue Paint It Black. Ja, und das Premiere war in dem kleinen Theater im Konzerthaus, ein einfaches Theater. Ja, gerade das Notwendigste war da, 99 Plätze, also eine ganz kleine Bude, war auch eine Naturklimaanlage drinnen. Im Sommer war es mörderisch heiß, im Winter arschkalt, haben sich die Leute mit den Mänteln zudeckt. Mir auf der Bühne, durchs Licht war es mir eh halbwegs warm. Und ja, ich habe dort sehr vieles selber gemacht, wie man auf den Plakaten sieht, habe mir eine Livree gekauft, habe dann selber die Karten abgerissen. Die Leute haben mich nicht gekannt, habe dann angerissen, waren alle angerissen worden. Habe die Tür zugemacht, habe mich hingesetzt auf meinen Dienstsitz und habe gewartet, dass der da kommt, was da spülert. Also ich praktisch, nachdem ich aber schon da war als Billeteur, bin ich als ich dann nicht gekommen. Bin dann nach 7, 8 Minuten auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ja, wenn der da, was jetzt war, nicht kommt, dann dauert vielleicht, dass ich spülert. Haben wir die Livree ausgezogen, das Programm begonnen zu spülen. Dann sind wieder Leute spät gekommen, wieder Livree anziehen, Karten anreißen. Ja, weil sonst gibt's nicht.